Hallo zusammen, wir zocken heute mal Blocks vs. Zombies bei Seth Bling. Und ja, ich join erstmal den Server und dann verrate ich euch, wer noch dabei ist. Mit dabei ist der Julian. Hallo. Dann haben wir noch den Kruxkon mit dabei. Hallo. Und natürlich den Patralos. Hallo. Wie geht dieses Spiel? Genau, also wir sehen hier vor uns so eine Hülle. Da werden dann später ganz viele Zombies rauskommen. Und dort unten sind Villager versteckt und die wollen sie natürlich töten. Und wir müssen die mit diesen Bögen und den Pfeilen abschießen und quasi daran hindern, die Villager zu töten. Wenn denn dann ein Villager darunter gefallen ist in die Lava, haben wir verloren. Und ja genau, wir haben noch verschiedene Items und Buttons hier, mit denen wir die Zombies daran hindern können, die Villager zu erreichen. Aber es reicht nicht, wenn ein Villager dort unten ist, sondern es müssen zwei sein, weil alleine fallen die nicht in Lava, sondern die müssen sich gegenseitig reinschubsen. Hier hinten haben wir noch den Crazy Ed, bei dem können wir Gold gegen andere Items eintauschen, gegen coole Waffen, die uns dann helfen werden, die Zombies zu besiegen. Für jeden Treffer, beziehungsweise jeden gekillten Zombie, bekommen wir Geld oder Punkte. Und diese Punkte sehen wir rechts in dieser Scoreboard-Anzeige. Und mit diesen Punkten beziehungsweise dem Geld oder dem Gold in diesem Falle können wir dann eben diese Items auch kaufen. Ich würde sagen, dann können wir auch mal anfangen. Oder wollt ihr noch was erklären? Habe ich was vergessen? Genau, diese Barrikaden kann man dann ja noch aufbauen mit den Punkten, die man erhalten hat. Genau, auf der linken Seite sind diese Barrikaden. Die werdet ihr noch sehen. Und auf der rechten Seite sind noch solche Kanonen, die kann man auch verwenden. Und wir haben. Ich will starten. Jo, drückt den Startknopf. Es geht Wow, los. mal ganz low hier, okay? In Was ist los 20 mit Minuten dir? ist zu Ende, ja. Oh, 20 Minuten noch. Wer kriegt den ersten? Nein, meiner. Ich bin so ein scheiß Abstauber. Schön vorher die anderen den weaken lassen. Oh, schon wieder meiner. Der Noob, ey. Und, oh, Patrados. Das ist meiner. Oh. Oh Gott, ich treffe ja gar nichts. Hey, Patrados, lass den Aimbot aus, ne? Was? Erst eine Kille. Da redet der mit 4 Kills, ey. Oh, ich glaube, nach den 20 Minuten wird meine Hand wehtun. Oh ja, kriegst du Krampf im Mittelfinger. Oh yeah. Was ist denn los mit euch? Bekommen wir eigentlich kein Gold? Du musst das Gold gegen Punkte eintauschen. Aber wir bekommen noch kein Gold. Genau, Stimmt, du musst normalerweise hat mit das. Punkten. Genau, und das macht, glaube ich, immer noch so Pling, wenn wir. Also, es hat immer so Pling noch gemacht, glaube ich, wenn man einen Also getroffen normal hat. bekommt man alle paar Ah, Sekunden. jetzt hat's Ah. Bling gemacht. Also genau, ich Okay, muss dazu sweet. sagen, wir haben das vor einem halben Jahr schon mal gespielt. Also jetzt mittlerweile ist 1.74 schon raus. Und vor einem halben Jahr haben wir das auf 1.62 schon mal gespielt. Und da fanden wir das mega lustig. Und das ist uns heute eben eingefallen. Und da wollten wir das einfach mal aufnehmen. Und das ist echt ziemlich krass, was man da so mit Command-Blöcken und so eigentlich alles für coole Spiele machen kann. Irgendwann kommen dann auch noch so Mini-Zombies und so und Zombies mit Rüstung und unsichtbare Zombies und so. Und halt immer müssen drauf Stimmt. achten. Ja. Alter, du cheatest. Hier, das du kleiner. Kleiner. Schon wieder. Im Laufe der Zeit werden es natürlich auch immer mehr Zombies. Hier, Lons, bau schon mal eine Barrikade. Ich glaube, für 10 kannst du sie kriegen. Ah ja, ich weiß die Preis gar nicht, Preise gar nicht mehr. Welche man nehmen wir denn zuerst? Da hinten die gelbe, oder? Ja, oder ja, egal. Nein, schon einer durch. Ups. Ja, den Die kannst kannst du du aber noch ja auch. killen. Ach so, wenn nur einer durch ist, kann ich den noch töten. Ja, genau. Genau. Die gammeln dann noch rum, aber es dürfen eben nicht zwei unten sein, die sich dann eventuell gegenseitig in die Lava oder beziehungsweise halt da runterstupsen könnten.
MP kann ich das. Erstmal über die Barrikaden. Oh. Kackbuch. Oh, das ist der erste mit Rüstung. Jetzt wird's aber langsam ungemütlich. Wir haben das damals, glaube ich, mit mehr Leuten gespielt. Da waren wir irgendwie 7 oder 8. Da war das eigentlich relativ entspannt. Ja, am Ende hatten wir dann oft die Angel gebraucht. Stimmt. Ja, genau, die Angel. Boah. Oh, ein Flitzer. Stirb. Oh Gott, das sind. Oh je, das. In der Mitte gibt's auch. Oh, das sieht gefährlich aus. Aber wir haben noch gar nicht das an der Seite erklärt, wenn man da auf diese. Na, unten sind ganz viele, ne? Oh Gott, das sieht knapp. Das sieht knapp. Boah. Hilfe. Oh, was war das? Wir haben verloren. Ja, verloren. Oh, shit. Okay. Wollen wir noch eine Runde machen? Klar. Ja. Okay. Genau, an der Seite müssen wir mal. Vielleicht mal an der Seite mal öfter mal diese Teile aktivieren. Genau, das sind nämlich noch solche Spender. Und die schießen Pfeile raus. Okay, ich starte mal. Oder Julian macht wieder. Wie geht das? Oder Krux, einfach auf den grünen. Da wo Start-Button steht, an der hinten, genau. Und in der Mitte, da kann man sich noch irgendwie draufstellen und man muss dann von dort aus, genau. Ich glaube, das geht auch nur, wenn man Punkte gesammelt hat. Ja genau, das kostet irgendwie 10. Ja, hier vorne, der ist sogar noch aktiviert. First Blood. Ah ne, Second Blood. Six Blood. Schießt der Tower? Weil wir den vorhin eben mal aktiviert haben. Aktiviert. Und schießt er jetzt dauerhaft? Ne, Patralos, du musst erst genau. Punkte dafür gesammelt haben. Wieso war das? Steht hier, glaube ich, auch. 10 Punkte kostet das, um die zu aktivieren. Genau, man muss da oben drauf stehen und das machen. Genau. Aber wenn ich jetzt den Knopf, in den Holzknopf schieße und Patrolos oben drauf steht, dann kriegt er die Punkte abgezogen. Das ist sehr gemein. Und welchen Holzknopf dann? Auf irgendeinen an der Seite. Und dementsprechend aktiviert sich dann auch der Dispenser. Ach da, bei den Lichtern. Jau. Mega geil, was man alles damit machen kann. Auf jeden Fall. Es ist halt nicht mehr Minecraft so in dem eigentlich. Also, es ist ein eigenes Spiel schon wieder. Oh, die erste Barrikade, oder? Jo. Barrikaden verlängert sich natürlich der Weg, den die Zombies zurücklegen müssen, da haben wir auch dementsprechend mehr Zeit. Da kriegen wir die ersten Flitzer. Krux, du kannst dann auch gleich die erste Barrikade schnappen. Sehen dann, oder? Genau. Und der Julian. Nur die blaue, oder? Jo. Und die gelbe, der Krux best. Gelbe? Nicht die gelbe. Ja, die gelbe. Ah, Flitzer.
ob den Fehler, den wir vorhin hatten, dass wir den hier vorne, die Barrikade vorne nicht auf hatten. Ja, kann sein. Wir konnten hier alle durchrennen. Also wir hätten auch die noch an der Seite aktivieren sollen. Jo. Ich schau jetzt auch mal, was hinten der Ed hat. Der Dealer meines Vertrauens. Ja, bei 20 ist es sinnvoll, den 20er Bogen zu kaufen. Ja, okay, weiß ich gar nicht mehr. Der 10er Bogen hat nur Punch 1, das ist... Was habt ihr für viel Gold? Ich hab 13. Ja, jeder hat gleich viel Gold. Ach so, kriegt immer jeder gleich viel Gold? Ja. Ah, wusste ich nicht mehr. Auf welche Barrikade soll ich öffnen? Orange. Nee, grün, also Mitte. Ja. Jo. Das nächste ist orange. Oh. Scheiße. Scheiße, hier vorne in der Ecke ist gerade wild. Boah. Habt ihr es? Kriegt ihr es unter Kontrolle? Bis jetzt sind es noch zwei. Ah Gott. Was war los? Kannst du dir auch was holen? Ja, jetzt erstmal die wegschießen, die am Punkten sind schon. Der Kleine. Scheiße. Nein! Nein! Oh, shitting. Brauchen gleich doch den Schmuck, gell. Übel. Oh, zu viel, das ist echt schwierig. Warte, wir sind jetzt vier, oder? Ja. Wie schaut's aus? Noch eine Runde, oder? Jo, ich wäre nochmal dabei. Alles klar. Ich will drücken, ich will drücken. Oh, ich habe noch keine Items. Man muss sich einfach dann hier draufstellen, genau. Jetzt müssen wir da irgendwie mal mit einer Taktik ran. Die ersten 10 Kills sollte einer machen oder so? Vielleicht, wenn wir die Barrikaden aufbauen, vielleicht erst die gelbe und dann die pinke und die lila, ne, vielleicht. Also irgendwie von hinten nach vorne aufbauen. Also nicht wild, dass man so eine taktische Barrikade aufbaut, dass sie so einen bisschen längeren Weg brauchen. Aber die grüne brauchst du dann auf jeden Fall. Ja, die grüne ist auch, glaube ich, wichtig, ja, stimmt. Also aber auf jeden Fall erstmal die hintere drei und dann nehme ich die grüne oder so, ja. Und mit diesen Kanonen, meint ihr, das bringt nicht so viel? Ja, die Kanonen waren nicht so effektiv. Haben sehr viel gekostet und nicht so viel gebracht. Aber nee, man konnte die dann einmal kaufen und immer wieder verwenden. Das hatten wir noch nicht gecheckt gehabt, glaube ich. Ja, kann sein. Oh, Julian geht ab. Mach mal die gelbe oder so. Ja. Boah. Ich hatte es gar nicht so schwierig in Erinnerung. Boah, wie gesagt, wir haben es irgendwie mit mehr Leuten gespielt und da war das nicht so stressig. Ich mach jetzt die pinke. Oh, ist schon wieder so weit. Muss eigentlich der Patralos. Achso, da. Jetzt müssen die da hinten so ein bisschen rumkurven.
Oh, guckst du kannst. Ja, Oh, die immer Lila, lila. ne? Ja. Heute nehmen übrigens der Krux und der Lons auf, also ich. Jo. Und jo. Mal schauen, ob was Gutes bei rauskommt. Ja. Ah, die ersten zwei Runden waren ja schon mal verkackt, ne? Ah, alles eine Aufwärmphase. Welche jetzt? Hellblau? Grüne oder so. Oh fuck, zu spät. Ja, du kannst ja gleich die Grüne dir kaufen. So, die grüne Patronat. Ah, das ist ein Feiertor genommen. Jo. Den hast du nur aktiviert. Den ersten. Ah. Hätte ja eher einen irgendwie mit sich genommen oder so. Sie sind nervig. Aber richtige. Kriegt man kaum down. Mit so einem Noob-Bogen noch. Hilfe, ich brauche links Hilfe. Oh, wir dürfen doch jetzt nicht alle auf links gehen, ne? Ja. Ich hole mir schnell einen anderen Bogen. Ja, und du kannst auch eine Barriere holen. Nicht alle gleichzeitig Bogen holen. Ja. Welche Barriere? Weiß, ne, orange. Dann nehme ich die weiße. Schnell Lanz. Ich bin wieder vorne, ne? Ed ist frei. Oh. Unten sind zwei. Weg, oder? Weg, safe. Oh. Ich Okay. glaube, wenn man. Graue. Welche? Graue. Graue. Ich glaube, wenn man erstmal so den Anfang geschafft hat, dann wird es wieder einfacher. Kurz. Oh, da kommen die Unsichtbaren, die sind so fies. Was? Die haben nur Lederboots an. Da rechts läuft gerade einer. Wow. Würde mal sagen, am besten so ein bisschen aufteilen, zwei links, zwei rechts. Das geht am einfachsten an. Ich geh mal runter da bitte. Da hinten einen aktivieren. Habt ihr auch so viel Gold? 23, was? 52. 51. Ich Bogen soll ich kaufe als holen. erstes eine Angel. Oh, rechts aufpassen. Oh, da ist ein Unsichtbarer. Ja, oh Gott, fuck, fuck, fuck. Oh Gott. Oh, Pierre kauft in der Angel. Nein, nein, Oh. Rechts aufpassen, rechts aufpassen. Oh. Oh shit. Oh, was? Oh. Ich kann mir die Angriffs in 3 Gold kaufen. Wie Was viel kosten kosten die? denn? 64. Oh, da kommt Der Leder. ist 58. Ich kaufe im anderen Bogen, ne? Jo. Welcher ist denn zu empfehlen? Oder soll ich eine Angel holen? Kannst du eine Angel holen um 64? Ja, geht doch nicht alle weg, gell. Jo, jetzt wird's eng. Das war's. Ja, das war's. Hopp rauf, Jungs. Gut. Schaffen wir noch. Schnell. Links. Oh, der Dia. Oh, der ist da. Oh. Links ist ein Dia-Typi. Unten ist noch ein Dia-Typi.
Nice. Was soll ich mir jetzt holen? Wenn du kannst, ja, lernen. Also, boah. Warum liegt denn hier Gold oder dumm? Nicht von mir. Nee, die Angel reicht noch nicht. Was kann man mit 40 sich holen? Was ist denn der nächstbessere Bogen nach dem 20er? Hat da Gold gebraucht. Was? Jemand in das geht wieder los. Lanz? Ja. Alle mal bitte schießen. Boah, die Kleinen werden aber sofort von den Toren getötet, das ist gut. Patrolos, wenn du noch willst, kannst du dir wieder so eine Schuss kaufen. So ein Dings da kaufen links. Also ich hol mir eine Angel. Ihr sagt dann halt, wenn ich so schwingen soll. Sonst geh mal runter. Moment. Ja, rechtzeitig bevor wir verlieren halt. Und wieder viele da sind, aber jetzt kommt der Schwung. Links sind zwei, drei. Achtung, links. Weil die Kleinen sind sehr schlimm. Aber die sind schnell. Soll ich mal so eine Kanone aktivieren, kaufen oder? Gerne. Oder? Ach so, ein Tower, ja. Drucks, das geht schon wieder für dich. Oh, nice. Oh, unsichtbarer. Oh, ich treff die nicht. Oh. Das ist wieder so ein Dia-Bangard. Vorhin war es knapp, ey. Ich ja. habe jetzt 66 von den Viechern. Soll ich mir auch eine Angel kaufen? Die Angeln brauchen wir nachher. Ja, das sind wichtig. Zeit. Oder nicht mal lieber einen Bogen? Was? Oh, was ist mein Gold denn? Noch eine Angel hat mit dem Bogen. Mein Gold hat sich weggeworkt. Wenn der Ad frei ist, bitte mal sagen. Naja, ich bin hier noch. Aber jetzt. Rechts. Oh ja. Ist noch einer unten sogar. Ich hab mal den Bogen für 64 gekauft, der ist ganz gut. Aber der hat nur wenig Haltbarkeit, den habe ich mir auch geholt. Der verwendet den halt Hawaii für die Dia-Typis. Ja. Das ist so ein blöder Bangard. Du kannst dir eine Kanone kaufen. Ich kaufe auch gerne eine. Was bringt die Kanone? Die schießt nicht. Das ist ein Ding, sorry. Ja, hab ich falsch gesagt. Hab ich. Ja, geh runter hier. Ach. Boah, da kommt hinten ganz viel. Jo. Ich hab noch die Anger am Start. Oh, warte mal ab. Aber warte doch, bis die ganze vorne sind und dann hau rein die Angel. Mit möglichst viele gespawnt sind. Wenn der erste runterfällt, hau die Angel rein. Du musst die beim Rausziehen, glaube ich, sterben die erst. Dann. Ja. Und zurück holen die Angel. Wenn der erste das Eisen erreicht, hau die rein. Das einer. Reich? Rein, hau. Mach auch schnell. Ziehen. Ja. Ja, mal ein paar Tower aktivieren, nicht aktivieren. Welchen Bogen soll ich mir holen? Du kannst zweimal Tower aktivieren und gleich nochmal. Also die seitlich. Ja. Und sonst kennen wir. Ja. Ja, Julian aktiviert noch einen. Bringt der Iron Golem was? Doch, ja. Ja, der aktiviert, der rennt zwischendurch und so. Also nicht wirklich viel, oder? Doch. Ist jetzt gut gegen die Großen. Er aktiviert mir die Tower nicht.
Julian, du hast wieder 21. Ja. Patrollos gleich 10. Jo, Patrollos 10. Ah, jetzt macht er's. Julian, zwei Türme auf die Jäger. Ja. Da hinten noch erstmal einen Treff. Boah, da geht doch. Da unten ist der erste. Ja, wie viele Pfeile da liegen, ne? Die Leute immer raus. Alter, 1200 Entities. Hier hat irgendwie so eine Anzeige. Schlecht. Oh je. Yeah. Ach, mittlerweile fängt das schon ein bisschen an zu ruckeln. Hat noch jemand eine Angel? Nee. Kauf gerade eine. Okay. 6 Minuten noch. Jungs, wir schaffen das. Ich hol mir auch gleich eine. Ja, aber jetzt brauchen wir sie erst in Basis. Ist das noch Zeit? Vielleicht lieber auch einen Bogen holen. Ja, ich habe auch vielleicht einen neuen. Ich hatte 64 bis 40 zu 100. Ist der Ed frei, dann will ich mir wieder einen Bogen holen. Der Ed ist frei. Jo, Ed, was geht? Der Ed von Schleck. Boah. Oh, mein Bogen ist durch. Die Dia-Heinisse. Seid gerade frei? Ed ist frei. Ed ist geil. Crazy Ed. Oh, rechts sind viele. Wenn der Ed frei ist, Bescheid sagen, Mutter. Ed ist frei. Ed, lieber mal noch kurz rechts, bevor du was holst. Hier kommt noch ein Dia-Heini. Ah. Die ganzen normalen Zombies, die verrecken ja teilweise schon durch die Tower. Achtung, da vorne sind wir. Alter, wie es rechts abgeht. Ihr könnt wieder, Ich hau dir. Ja. Rein. Ich warte noch, bis er da ist. Nur beim Ad. Nice. It's the zombie Ad. Hat der Flambo wohl gut ist? Weiß nicht. Puh. Kauft noch mal ein paar Türme. Also, ja, Türme heißt das. Das Kräftelicht ist immer zu weit weg. Auf gleich auch noch welche. Ich sehe die Barriere in der Mitte gar nicht mehr. Oh, ein unsichtbar. Okay. Rechts brauche ich vielleicht ein paar helfende Hände. Helfende Hände. Oh, links geht's aber auch gleich ab. Oh ja. Hätten wir noch eine Angel da, also im Falle eines Falles. Okay. Das sollten wir schaffen, wenn wir die Wave. Also wir sollten aber schon immer so eine Angel parat haben. Also ja. Eine von uns zumindest. Ja, ich kann gleich wieder eine kaufen. Also ich aktiviere mal so eine komische Kanone, ne? Ich aktiviere die mal. So ja, mach mal die Tower an. Ja, Jugend, such mal die hinteren Tower zu. Ja, okay. Ja. Nice. Ich fände es cool, wenn irgendwie die Dia-Typen mehr Punkte bringen würden. Ja. Das geht wahrscheinlich mit Kopfblöcken nicht. Ja. Was mich jetzt interessiert, ob man diese komische Kanone jetzt immer benutzen kann. Kann man, glaube ich. Okay, ich brauche noch ein Gold, dann kann ich eine Angel kaufen. Jo, zur Not hätte ich auch. Ah, genau, wenn hier steht, wenn die Kanone aktiv ist, dann kann man Thompson ausprobieren. Oh, ich treffe gerade nicht. Oh.
Nur 2 Minuten noch, das schaffen wir. Hoffentlich. Was? Ja, ich denke auch. Oder mehr schlimmer kann es ja gar nicht werden. Angel, zweimal rein und die 2 Minuten sind um. Oh, jetzt kommen wieder so unsichtbare Bangers, ey. Ah, sieht man immer so schlecht. Ja, die Unsichtbaren sieht man schlecht. Ja, aber die haben ja. Nein, ich meine ja, die haben ja Dingsboots. Ja. Alter, hier liegen 1500 Pfeile. Siehst du es mit F3? Ah. Das müsste sogar ohne Angel noch schaffen. Naja. Müsste eigentlich ohne Angel noch schaffen. Mit einer Angel müsste ich das ausgehen. Die graue Kanone kannst du auch drücken, Julian, gell? Hab ich, ja. Oder wer gerade gedrückt hat. Ach, kein Bock, ich hau die Angel an, oder? So beschissen. Die Kanonen kann man immer wieder benutzen. Wenn die genau, Kanonen wenn sie leuchten. Die graue und die schwarze müsste jetzt die ganze Zeit gehen. Oh, nice. Oh, die kleinen, Alter, wie die abgehen. Die werden sofort von den Falk-Towern abgeschossen. Ja. Zum Glück. Wir haben doch eh noch eine Angel, also eigentlich. Ja, ich hab noch eine. Und die schießen nicht mal mehr. Naja, 30 Sekunden sind's, schätze ich. Ja, aber ich würde die gerne aufheben. Nice. Ja, Mann. Gratulation, auf dem dritten Versuch. Oh, nice. Geil. Yay! Oh. Erstmal entspannen. Meine Hand tut weh. Und jetzt? Tschüss, würde ich sagen, oder? Tschüss. Okay, ciao, ciao. Ciao. Haut doch ab. Haut doch ab.